Das hier bin ich. Ich, nur wenige Sekunden davon entfernt, ins Void zu fallen, nachdem ich über 40 Stunden in einer Hardcore-Welt mit nur einem einzigen Chunk überlebt habe. In diesem Moment steht die Zeit für mich still und alle Momente, die wir in diesen 40 Stunden erlebt haben, spielen sich blitzschnell nochmal von vorne ab. Es gibt in meinem Kopf nichts, das mich jetzt noch vom Void und dem garantierten Tod in Minecraft Hardcore retten kann. Aber fangen wir nochmal von vorne an und sehen, wie ich über 48 Stunden in nur einem einzigen Chunk in Minecraft Hardcore überlebt habe. Es geht los. 48 Stunden in einem Chunk. Holz gut verwenden, guckt auf die Saplings und wir brauchen Seeds, ganz wichtig. Da ist auch ein Sapling. Place die ganzen Saplings. Wir müssen jetzt wirklich alles retten. Keiner stirbt. Ich will Full Focus. Wir haben hier 48 Stunden jetzt vor uns. Und die, die jetzt schon Stein haben und Stein picken, sucht nach Eisen. Wir müssen halt wirklich auf die Bäume warten, bis die hochgewachsen sind. Hab Dripstone. Oh, let's go. Dripstone, richtig wichtig. Und wir haben auch schon ordentlich. Und wir haben schon einen Eimer. Hä, wer war das gerade? Hol du mal einen Lava-Eimer. Dann können wir nämlich einen Cobblestone-Generator machen. Oh, let's go. Dripstone. Und Moos. Moos haben wir auch. Ich habe keine Ahnung, woher ihr das habt. Dann wartet ihr wahrscheinlich schon den Chunk erkunden. Also, wie sieht's denn aus? Ja, wir warten gerade. Digga. Wir warten alle auf die Saplings. Keiner hat Holz. Ich weiß nicht, was mit dem Holz passiert ist. Okay, wir haben sogar jetzt einen Lava-Eimer. Das heißt, ich hätte den geholt. Und noch mehr Eisen. Oh, dann können wir jetzt sogar schon die Lava-Farm machen. Ganz wichtig, wir achten jetzt darauf, dass wir den Chunk nicht so arg auseinandernehmen. Und versuchen, alles clean zu halten, damit wir hier nicht so viele. Alles gut, keiner gestorben. Also, versucht nicht so viele komische Lücken hier zu machen. Wir versuchen alles clean zu halten. Das ist nicht clean. Ihr müsst halt wissen, hier spawnt nirgendwo was. Nur hier in dem Chunk spawnt was. Weil die ganze Welt ist Void. Hier ist nichts. Deswegen spawnt alles in diesem einen Chunk. Hat jemand eine Hake? Weil ich habe einen Seed. Ich habe den einzigsten Seed hier auf dem Server. Ja, können wir mal ganz kurz drüber reden, dass hier am Anfang drei Bäume waren und keiner von uns Holz hat. Wir haben nicht mal genug Holz für eine Hake. Das ist hier unsere Hoffnung. Wir warten jetzt. Oh, der Baum ist gewachsen. Let's go, Digga. Geht alle weg. Ich hol. Nee, Digga. Ich muss auf jeden Fall Holz kriegen. Oh mein Gott, ich hab. Ja, oh mein Gott, ich hab zwei. Oh mein Gott, let's go. Wir alle wie geil auf diesen einen Baum stützen. Was brauchen wir mit dem Eisen? Einen Eimer brauchen wir hundertprozentig. Und auch ein Schild mache ich mir jetzt mal. Okay, wer braucht Stein picken? Alle herkommen, alle eine Schlange. Genau. Nein, nein. Ich habe eine halbe Hungerkeule. Bro, wir brauchen so dringend was zu essen. Ich werde gleich Schaden kriegen. Hat irgendjemand einen Apfel? Irgendjemand irgendwas? Oh, er hat was. Also ich fange jetzt an, eine Treppe zu bauen. Vielleicht finde ich ein bisschen Eisen. Und vielleicht finde ich auch eine Höhle mit einer Spinne. Weil dann können wir ein bisschen angeln. Essen ist gerade ein großes Thema. Oh, jetzt geht's aber los. Einer. Also wir haben ein Dia. Let's go. Da kommt mein Essen. Oben auf der Plattform. Nicht runterschubsen. Pass auf, Digga. Hä? Ja, aber er hat keinen Fichten-Sapling. Meint ihr, wir sollen ihn killen? Weil er hat nicht das, was wir wollen. Wir brauchen einen Wandering Trader, der einen Fichten-Sapling tradet. Wenn wir einen Fichten-Sapling haben vom Wandering Trader, dann ist alles gerettet. Und wenn du diese großen Fichtenbäume auf einer Moosfläche spawnst, wird aus dieser Moosfläche, da wird das Moos verwandelt in diese grobe Erde. Kann man einfach abbauen, hat man normale Erde. Und dann haben wir halt unendlich Erde. Und damit können wir halt schön bauen und Sachen drauf anpflanzen und etc. Heißt, wir müssen jetzt so lange einen Wandering Trader immer wiederholen und immer wieder killen, bis wir einen haben. Digga, wir brauchen nicht nur einen Wandering Trader, wir brauchen mehrere. Oh, let's go. Wir haben den Wassereimer. Haben unseren Lava-Eimer. Ja, heute habe ich so viele Sprachdribbler. Also das hier ist unsere Lava-Farm. Wir haben jetzt den ersten Lava-Eimer und damit können wir uns jetzt den Cobblestone-Generator machen. Das ist ultra geil, weil damit haben wir das erste Mal die Möglichkeit, richtig viel Materialien zu farmen, ohne den Chunk auseinanderzunehmen und uns auf die gefährliche Suche nach Stein zu begeben mit den ganzen Mobs. Und die Bäume wachsen auch langsam. Wir haben alle unsere Picken und mittlerweile hat jeder auch Holz. Macht mal, wir müssen ein bisschen mehr im Team spielen. Nicht jeder für sich, okay? Wenn ich jetzt hier Eisen reinmache, füllt es mit Kohle auf und klaut nicht, okay? Bitte nicht. Sprinten ist immer noch der Look, der uns noch ein bisschen erspart bleibt, aber es läuft. Und ich kann mal ein paar Slaps machen, dann machen wir die Baumfarm noch ein bisschen größer. Mr. Groß, kannst du mir ein bisschen Essen geben? Ein Fisch oder sowas? Nee, nicht, den will ich nicht. Hab nicht, Digga, du angelst doch gerade hier in deinem traurigen Loch. Ja, ich glaube, in dem Loch gibt es keine Fische. Hab da so eine Vermutung. Ihr seid alle ultra low. Geht nicht in Caves. Es bringt. Oh nein, oh mein Gott, Digga, sorry, es war so close. Digga, ich programme, das wäre es fast gewesen, gell? Der Anfang ist halt wirklich schwer, vor allem mit vielen Spielern, aber dafür wird es später dann zum Vorteil. Mobfarm fertig. Oh, es geht schon los. Let's go. Wir können mal Programmer eine Kiste hinstellen, eine Doppelkiste, damit er da den ganzen Mob-Loot reinmacht. Wir haben jetzt noch ganz schön viel Erde und ich würde mit dieser Erde jetzt die Plattform bauen, wo die Tiere hinkommen. Ich würde es in diese Richtung machen. Dazu müssen wir schaffen, dass dieses Gras hier in die Richtung weiter wächst. Wir werden jetzt erstmal eine große Dirtstrecke bauen. Digga, wenn Mutschi nachher sich beschwert, warum er runtergefallen ist, dann also...
Also wir haben jetzt zwei Lava-Eimer angesammelt und ich würde sagen, wir können uns jetzt eigentlich mal darum kümmern, dass wir langsam das Nether-Portal aufstellen. Weil die Mob-Farm ist jetzt fertig und der Plan sieht jetzt folgendermaßen aus. Wir werden jetzt über die Mob-Farm nach und nach zwei Zombie-Dorfbewohner ranbekommen und dann auch eine Hexe. Und dann müssen wir halt die wieder heilen, dass sie zu Villagern werden. Das heißt, die Hexe wirft dann einen Schwächetrank auf die Zombie-Dorfbewohner und dann brauchen wir halt einen Goldapfel. Einen Goldapfel kriegen wir aber nur über den Nether, wenn wir eine Goldfarm bauen. Das wird dann unser Nether-Portal. Boah, ja, auch sehr, sehr gute Idee. Boah, stimmt, wir können ja sogar goldene Karotten dann machen. Das wird ja ultra geil. Ja, und eine Spawnfläche für den Wandering Trader sollten wir auch mal machen. Wir geben ihm sogar noch eine Einladung, damit er ganz genau Bescheid weiß. Hier darf er es. Wir haben deinen Vorgänger getötet, aber hier darfst du spawnen. Auch wenn du keine Fichten-Zaplings hast. Wir lassen dich am Leben. Alles gut. Bro, Digga, wollt ihr mich verarschen? Das war doch schon hier. Warum habt ihr das jetzt wieder hierhin gemacht? Und das Ding ist halt, wir brauchen jetzt halt den nächsten Step. Und zwar brauchen wir jetzt das Nether-Portal. Wenn wir das Nether-Portal haben, können wir die nächste große Sache machen. Es ist basically eigentlich nur warten. Der Wandering Trailer könnte kommen und das Gras hier könnte mal wachsen. Digga, was ist das denn? Jo, großer Ben. Digga, was machst du denn da? Hä? Achso, du hast kein Schild mehr. Achso. Hä, nee. Hä? Er ist hier rein? Oder allein das hat mir Herzinfarkt des Todes gegeben. Guck das Schild. Schild random weg. Hä, Digga, was? Ja, aber wie passiert das? Er war ja auch nicht im Inventar. Ja, der muss ein Cut sein, als ob. Aber er checkt's auch. Er checkt, dass sein Schild weg ist. Und dann will er runter und... Was wolltest du unten machen? Du hast ja gar keinen Wassereimer. Bro, wenn das... Ja, okay, in so einer Situation. Allein, dass er gecheckt hat, dass sein Schild weg ist. Ich hätte es nicht mal gerafft. Nee, weil der Creeper ist ja nicht... Es könnte sein, dass der Creeper hochgegangen ist oder sowas. Können wir mal drüber reden, dass da eine Schallplatte liegt? Das ist cool. Oh, jetzt geht's los, Digga. Noch einer, noch ein dritter und beide Kessel voll. Also, wir werden jetzt einfach nochmal alles durchsuchen. Genau, und hier strippen wir jetzt einfach. Oha. Ey, warte mal, das ist ultra gut. Digga, ich habe Lava gefunden. Dann müssen wir nicht warten auf Dripstone. Kann irgendjemand mal von ganz oben Wasser runterlassen? Dann können wir ein bisschen Lava nach oben transportieren. Okay, dann bringen wir kurz die Lava hoch. Dann haben wir jetzt genug. Nether-Portal steht. Jetzt gucken wir uns mal den Nether an. Mal gucken, wie es da aussieht. Oh, hier ist anscheinend nichts. Okay. Also, wer hat Bock, die Goldfarm zu bauen? Haben wir überhaupt Blöcke? Wie sieht's mit Holz aus? Boah, ich finde unser Baumfarm echt geil. Hier, Schneego ist schon die ganze Zeit am Machen. Wie viel Holz hat er? Digga, der Typ hat kein Leben. 5 Monate jeden Tag Minecraft. Richtig geil. Und 41, damit können wir schon richtig viele Gaps machen. Also, dann tut es mir leid, dass ich deine Sammlung ruiniere. Aber wir nehmen uns richtig viele Ressourcen und fangen jetzt an, die Goldfarm zu bauen. Ah, da kommt schon ein Gas, Digga. Oh mein Gott. Aber wir können den Gas-Retalk einfach... Oh, das sind Picklins. Oh mein Gott, das funktioniert ja richtig gut. Okay, und ich zeige jetzt, wie wir das machen, okay? Passt auf. Wir gehen einfach hin. Bumm. Oh mein Gott. Das hätte so schief gehen können jetzt gerade. Warum ist das aus? Ich muss weg. Oh mein Gott, Digga. Es muss jemand von außen ein Nether-Portal aktivieren. Oh, aber Digga, das ist wirklich insane. Guck mal, wie viele hier spawnen. Aber es funktioniert, es funktioniert. Genau, also wenn wir ein bisschen Gold haben, können wir damit den Piglins auch traden. Oh. Muss man ihn nochmal mit Schwäche? Oder ist er schon? Digga. Oh mein Gott. Er ist gewachsen. Und das ist auch gewachsen. Ein Block mehr. Oh, ich glaube, wir können jetzt den nächsten Dripstone-Block machen sogar. Wenn wir den nächsten zum Wachsen bringen. Oh mein Gott, Digga. Ey, meine Konzentration wird echt gerade ultra, also die sinkt gerade. Ja, das war richtig close. 9 Herzen habe ich bekommen. Bro, Digga, wenn ich noch ein bisschen low gewesen wäre, wäre ich tot. Genau, wir healen jetzt den Zombie-Villager. Wir haben jetzt einen neuen und diesmal werde ich nicht den Fehler machen. Hallo. Digga, können Hexen was anderes außer Poison? Bitte. Ja, das ist einfach so unlustig. Das ist wirklich... Nee.
Nur mal ganz kurz drüber reden, dass ich gerade meinen Fasten-Stack Brote aufgebraucht habe, weil dieses kleine Viech hier mir nur Poison gibt. Ich möchte doch einfach nur diesen Villager heilen. Was hast du gerade bekommen? Weakness hast du? Oh mein Gott, endlich, Digga, das... Alter. Okay, Snoop hat's geschafft. Wir haben jetzt über 3 Stunden lang versucht, diesen Zombie hier mit Weakness zu versorgen. Also, dann muss der jetzt healen und wir brauchen jetzt einen zweiten Zombie-Villager. Und dann müssen wir das gleiche nochmal machen. Let's go. Oh mein Gott, wir haben es. Oh mein Gott, er hat so verdient. Gut, dann haben wir jetzt viel zu tun. Wir müssen jetzt echt sehr, sehr lange darauf warten. Ich würde sagen, wir nehmen uns mal Gravel. Wo haben wir es? Da. Und wir werden das den ersten jetzt einen Fletcher machen und dann können wir mit dem ganzen Holz hier, mit dem Fletcher traden und dann haben wir genügend Emeralds, um uns alles Mögliche zu kaufen. Da können wir auch endlich mit dir Rüstung hier rumrennen und sowas und Tools. Das wird alles ultra geil. Jetzt geht das richtig los. Hat super lange gedauert jetzt. Hier kommen die Villager hin. Bup, bup. Holz haben wir auch. Betten und Fletcher. Das immer vermehren kurz. Also Full Focus. Wir brauchen jetzt wirklich schnell viele Villager. Das hier Eisengolems bauen, haben wir auch unseren Anvil und so. Da haben wir Tiere. Machen die. Ja, los. Fangt an. Ey, der Kleine soll nichts nehmen. Der kleine Bengel. Der kriegt keine Karotten. Oh mein Gott, wir haben noch einen. Aber jetzt hat er einen Spielkameraden. Wollen wir eigentlich nicht. Keiner spielt mit irgendjemandem. Du musst jetzt groß werden und dann werden wir dich mit deinem Papa vermehren. Und hier... Was? Wandering Trader? Nochmal, der dritte Wandering Trader. Aber er hat keinen Fichten. Ich kann den killen. Also, wir fahren mal mehr Holz zum Traden. Killen einen Eisengolem. Und wir brauchen Stick Touch für unsere Grasfläche. Zack. Also, dann machen wir uns einen Anvil. Quick Touch. Und das muss ich jetzt ausbreiten. Oh, yo, oh mein Gott. Das hat jetzt richtig schnell geklappt, oder? Also, wir nehmen uns jetzt Rüstung und Tools. Bro, es bringt nichts, wenn ihr 2 Zentimeter vom Villager steht. Der hat eh keinen Trade gerade. Bro, warum steht ihr denn alle? Das bringt halt auch nichts. Ja, ehrenlos, ich bin zuerst. Oh. Hier wird über Leichen gegangen, damit man zuerst seine Tierrüstung kriegt. Und ich habe gerade den Fletching Table geholt und jetzt bin ich der Idiot. Ich fahre mit Emeralds zuerst und schalte erstmal den Rüstungsschmied frei. Und vorher macht hier gar niemand was. Ja, ich hab die mächtigen Fletching Table. Ihr habt den nicht. Bro, Digga, lass mich doch. Yo, Full Deer. Warum spawnt kein Eisengolem mehr? Willst du sind nicht in Gefahr? Ja, dann hittet die mal. Jetzt ist er in Gefahr. Oh mein Gott, Eisengolem. Digga, es hat echt geklappt. Digga. Digga, wer war das, Digga? Hä? Seid ihr dumm? Full-Deer-Rüstung und ein Steinschwert mit 8 Durability. Digga, da oben. Ja, aber da gibt's schon wieder nichts. Das ist der 4. Wandering Trader, der spawnt. Den brauchen wir nicht. Wir brauchen einen Wandering Trader, der uns einen Fichten-Sapling tradet. Diesen Fichten-Sapling können wir dann auf einer Moosfläche platzieren und mit Hilfe der daraus entstehenden großen Fichtenbäume unendlich Erde bekommen. Denn jeder große Fichtenbaum spawnt mit einer kleinen Fläche aus Potzoll, was, wenn man es abbaut, Erde ist. Wir haben wochenlang auf diesen Wandering Trader gewartet und wenn dann er kam, dann ohne Fichten-Sapling. Da wir aber eine große Base bauen wollen, die nicht auf einer Cobblestone-Fläche stehen soll, brauchen wir tonnenweise Erde, um eine fliegende Insel zu bauen. Es gibt aber noch eine weitere Möglichkeit, an unendlich Erde zu kommen, die aber um einiges aufwendiger ist. Hierfür brauchen wir als erstes extrem viel Gold und verbringen jetzt damit einige Stunden Gold zu farmen an unserer wirklich extrem guten, nagelneuen und wirklich effizienten Goldfarm. Während wir uns abwechseln an der Goldfarm zu stehen, farme ich noch ein bisschen Holz und Stein für unsere normale Base, die wir gleich anfangen wollen zu bauen. Eine Doppelkiste Goldbarren. Und damit gehen wir jetzt in den Nether und traden mit Piglins, sodass wir hoffentlich eine Menge Kies bekommen und viele weitere Baublöcke, die wir gleich zum Bauen verwenden können. So. Boah, das ist geil hier. Digga, wir stehen hier seit einer halben Stunde und traden mit denen. Das dauert so lange. So, da haben wir eine Doppelkiste Keys. Bro, was ist das? Wie kommt genau auf diese eine Lavaquelle ein Strider? Digga, ein Strider sogar noch mit einem Baby oben drauf. Und jetzt craften wir aus Keys und Erde die doppelte Menge grobe Erde, die wir ganz einfach platzieren können und wieder abbauen und so eine ganze Doppelkiste Erde erhalten. Bevor wir mit der Base anfangen, bauen wir ganz kurz die Baumfarm ab, dass wir mehr Platz haben.
Au. Und fertig. Für unsere Base bauen wir eine große Kugel in die Luft, die am Schluss als ein Planet mit einem großen Baum obendrauf in zwei unterschiedliche Etagen unterteilt wird und alle unsere Items und wichtigen Dinge enthält. Und da wir gerade gefarmt haben, konnten wir direkt anfangen, die ersten Blöcke zu platzieren und in insgesamt 7 Stunden diese Kugel fertig bauen. Und fertig. Ja, das hat ja gar nicht mal so lange gedauert. Und wisst ihr, was wir jetzt machen? Wir platzieren jetzt den Grasblock. Guckt euch das an. Das waren 7 Stunden meines Lebens. Das muss ich ausbreiten und wir bauen jetzt oben auf der Kugel den großen Baum. Dazu platzieren wir einfach mal ein paar Blöcke und schauen, wie es aussieht. Joa, das sieht ja gar nicht mal so gut aus. Wir fixen das kurz. Ja. Das ist schon besser. Jetzt fangen wir an, die großen Wurzeln zu bauen, die sich um die Kugel klammern. Sieht es noch ein bisschen kahl aus, aber jetzt kommen die Blätter und die werden einen sehr großen Unterschied machen. Und hier sind wir wieder. Ich nur wenige Sekunden davon entfernt, ins Void zu fallen, alles zu verlieren und die Base niemals fertig zu kriegen. Das sind meine Gedanken, während ich um 1 Uhr nachts noch beim Blätterplatzieren runterfalle, ohne Enderperlen oder sonstigem Inventar. Zu dem Zeitpunkt dachte ich wirklich kurz, alles ist vorbei. Und um zu verstehen, warum das nicht so ist und ich das Ganze ohne Probleme überlebt habe, werfen wir einen Blick einige Stunden zurück und sehen, wie wir Cobblestone Slabs craften, uns nach unten bauen und genau dort, wo ich einige Stunden später runterfalle, eine Fläche mit Wasser platzieren, die mich abfängt und vom Void rettet. Blätter fertig. Ja Mann, das gefällt mir, finde ich. Sieht sehr gut bisher aus. Wir könnten aber mal ein bisschen Stein und Cobblestone holen. Und dann platzieren wir oben drauf noch ein paar Felsen. Und wir können auch noch ein kleines Feld bauen. Anpflanzen und ausleuchten. Sehr nice. Und bevor wir jetzt anfangen, den Planeten unsere Base zu bauen, müssen wir erstmal diese ganzen Mobs loswerden. Ausleuchten und hier wird später eine große Höhle entstehen mit einem kleinen See, Wasserfall und sehr viel Natur. Aber wir fangen oben an und machen erstmal eine große Fläche aus Stein, gehen jetzt in den Nether, Blackstone und bauen oben einen dunklen, steinigen Blackstone-Boden. Für die Decke Holz und wir fangen an, den Raum einzurichten. Dazu gehört ein Schlafplatz für alle Spieler, ein Lager, Alter, sind hier viele Creeper unterwegs, Villager und ein Enchanter. Das hier ist die untere Etage. Wir haben hier einen kleinen See, eine Wasserquelle und generell alles genauso, wie ich es mir vorgestellt habe. Der Raum gefällt mir vor allem mit Shader am meisten. Und hier sind wir bei Sonnenuntergang nach 48 Stunden Hardcore in einem Chunk. Lasst ein Abo da, wenn es euch gefallen hat. Das nächste Video ist ein SMP-Video und ich sag's lieber hier im Video. Das nächste Video könnte extrem viel Zeit fressen, also schaut auch gerne auf Twitch vorbei. Dort gibt's Daily-Content und ihr seht mich wahrscheinlich gerade am Verzweifeln. Achso, und der Wandering Trader ist immer noch nicht da.